Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer, ja, soll man sagen, Sonderausgabe, Sonderreihe, neues Showformat. Wir werden sehen, was draus wird. Herzlich willkommen zu nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und heute haben wir ein neues Showformat, das wir mal ausprobieren. Zeig mir deins, zeig ich dir meins. So ist das. Und mit mir dabei, ihr habt es gerade eben schon gehört, das Forever Nerd Girl Anja. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, alle müssen zu Hause bleiben oder sollen zu Hause bleiben. Manche können nicht unbedingt zu Hause bleiben, weil sie noch zur Arbeit gehen. Genau. Aber man überlegt sich ja, was macht man dann? Und irgendwann ist vielleicht auch YouTube mal leer geguckt und Netflix leer geguckt und Amazon leer geguckt und Disney ist erst irgendwann. Was zeigst du hier? Du, da klebt was an dir. Ach so, ja. Klebt ein Post-it, habe ich mir das gemerkt. Und da haben wir uns gedacht, wir können ja mal ein kleines Podcast-Format machen, mit dem wir während diesen seltsamen Zeiten doch einfach mal etwas mehr Output haben. Und da haben wir uns was überlegt, nämlich was denn? Genau. Der Chris kennt ja sehr viele Filme, die ich nicht kenne. Das betrifft auch Serien teilweise. Und ich kenne, naja, ein paar Filme und ein paar Serien, die der Chris noch nicht kennt. Und da haben wir uns gedacht, ja, dann zeigen wir dem anderen doch mal, was wir ganz gut finden oder was wir finden, dass der andere unbedingt gesehen haben muss. Ja, und der Gag an der Sache ist, der andere weiß es vorher nicht. Also es wird nicht demokratisch abgestimmt oder entschieden, ob man das oder jenes jetzt guckt, sondern es muss geguckt werden. Ja, bis zum Ende, möglichst, ja. Und nicht einschlafen und möglichst keine doofen Fragen und im Anschluss reden wir darüber. Genau. Wir haben einen Film geschaut, den ich ausgesucht habe. Ja. Und welcher Film das ist, das sagen wir euch gleich. Aber zuerst für alle, die vielleicht heute, weil sie über Corona zum ersten Mal von uns gehört haben und einfach auf verzweifelten Suche nach Input und Content waren. Wer ist nerdizismus.de? Wir sind ein Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ihr findet uns überall im Internet, wenn ihr einfach nach Nerdizismus sucht. Dort findet ihr unsere Shows, nämlich zu The Walking Dead, zu Star Trek Picard, ab nächster Woche auch wieder zu Westworld. Wir haben mit Nerdplay eine Show nur für Cosplayer und über Cosplay. Wir reden über Filme, Star Trek, Star Wars und so weiter und so weiter. Schaut einfach mal vorbei, nerdizismus.de oder in allen Social Media Kanälen, Facebook, Twitter und auch Instagram. Und wer uns eine Nachricht schreiben möchte als Feedback, der kann das auch gerne tun. Ihr erreicht uns mit einer WhatsApp oder Telegram oder einer Sprachnachricht unter der 0152 596 47709. 0152 596 47709. Und diese Reihe hier wird auch immer live gestreamt. Das könnt ihr finden unter podcastimperium.de/stream. So, so viel der Vorrede. Und jetzt, ja, liebes Forever Nerd Girl, welchen Film hast du mir denn kredenzt? Eigentlich war ich davon überzeugt, dir einen Film zu zeigen, den ich in meiner Kindheit gesehen habe, der sich da nennt The Mummy Market oder Trading Mom. Ja, leider konnten wir diesen Film dann doch nicht schauen, weil es ihn momentan nur auf YouTube zu sehen gibt, in einer unterirdischen Qualität. Wir konnten es uns ungefähr 2 Minuten anschauen und dann haben wir gedacht, nee, das lassen wir mal lieber. Und da musste ich dann zu Plan B greifen, zu einem Film, den es momentan auf Netflix zu sehen gibt, aus dem Jahre 2016. 2017 kam er dann in die deutschen Kinos. Es ist ein Film mit einer wahren Begebenheit als Hintergrundgeschichte. Und mir wurde der Film empfohlen. Und ich habe auch vorher tatsächlich nur den Trailer gesehen. Aber Chris hat vorher gar nichts von dem Film gesehen. Also ich habe wenigstens den Trailer gesehen und mir was dazu angehört und durchgelesen. Also hatte ich schon ein bisschen Vorwissen. Ja, der Film ist mit Andrew Garfield in der Hauptrolle und heißt Hacksaw Ridge. Ja,
Mit deutschem Nachtitel noch Die Entscheidung. Ja, es muss ja immer noch einen deutschen Nachtitel geben. Genau. Ja? Genauso wie wir, es wundert mich ja, also ich glaube, Hacksaw Ridge ist wahrscheinlich eine geografische Landmarke irgendwo im Pazifik, deswegen konnte man es nicht umbenennen. Ansonsten hätte man sich dafür bestimmt noch irgendwie was Tolles Englisch-Deutsches einfallen lassen, wie Bloody Hill oder so. Ja, oder ja. Japanische Klippe. Ja, oder irgendwie sowas. Ja, es ist nicht nur Andrew Garfield dabei, er spielt mit Vince Vaughn, den habe ich da gar nicht irgendwie erwartet. Wir haben Sam Worthington dabei, Hugo Weaving, den ich erstmal verwechselt habe mit Sam Neill. Ja, aber nur wegen der Synchronstimme. Ja, aber der hat auch die Frisur gehabt wie Sam Neill irgendwie. Und übrigens, Sam Neill könnt ihr mal auf Twitter gucken, der ist nämlich auch gerade Corona eingesperrt und der spielt eben jeden Abend Ukulele. Oh, wie schön, das wäre was für mich. Ja. Da könnt ihr mal gucken. Und Regie geführt hat Mel Gibson. Eine Tatsache, die später dann durchaus noch bedeutsam wird, wenn wir über ein paar Symboliken dieses Films reden. Mhm. Und ich war völlig platt, dass ich von dir einen Kriegsfilm serviert bekomme. Denn das ist Hacksaw Ridge in erster Linie erstmal. Worum geht's? Ich lese einfach mal den Wikipedia-Teaser vor. Während des Zweiten Weltkriegs meldet sich der Medizinstudent Desmond Doss freiwillig zum Dienst in der US-Armee, doch er weigert sich, aus seiner religiösen Überzeugung eine Waffe zu tragen. Er will Leben retten, nicht nehmen. Das macht ihn zum Gespött seiner Vorgesetzten und Kameraden, die seine Weltanschauung für deplatziert halten. Doss zieht schließlich unbewaffnet als Sanitäter in die Front im nördlichen Pazifik. Bei der Schlacht um Okinawa rettet er sehr viele Leben. Das ist jetzt kein Spoiler, da das Ganze eine historische Begebenheit ist und man das auch im Trailer eigentlich schon sieht. Ja, und da hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass ich von dir so einen Film vorgesetzt kriege. Ich kenne so Art von Filme. Ich weiß, was mich ungefähr erwartet. Trotzdem sage ich meine Meinung zu dem Film gleich noch. Mhm. Aber dass du mir das vorsitzt, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich wette, wenn ich den vorgeschlagen hätte, wäre er nicht geguckt worden. Weil ich habe schon sehr oft irgendwie mal das Boot oder ja, Platoon oder sonst was vorgeschlagen. Also das ist ja so. Normalerweise sind das auch nicht die Filme, wo ich, wenn ich bei Netflix jetzt irgendwie durchscrolle und auf der Suche nach dem nächstbesten Film bin, ist es nichts, was ich wirklich auswählen würde. Aber mein Arbeitskollege, dessen Urteil ich auch sehr schätze, ja, das hört sich jetzt an, als wenn ich deins nicht schätzen würde. Ja, aber genau, er, so hört sich's an. Nee, aber er hat das wirklich sehr überzeugend mir erzählt, was er von dem Film hält und dass die Bildsprache auch sehr ansprechend sei und so. Naja, und der Trailer, der gefiel mir eigentlich ganz gut. Ja, und dann, wie gesagt, eigentlich war ja meine Intention, mit dir diesen Mummy Market Film zu gucken, aber das hat ja nicht funktioniert. Deswegen musste der Plan B her und ehrlicherweise ist es echt schwierig, was zu finden, was Chris noch nicht kennt, was ich aber kenne und worüber man auch irgendwie sprechen kann. Das ist gar nicht so leicht und das ist echt eine Herausforderung. Also wenn ihr da draußen ein paar Tipps habt, womit ich Chris vielleicht noch ein bisschen überraschen könnte, dann schreibt mir das doch mal über mein Instagram am besten. Also Forever Nerd Girl auf Instagram, schreibt mir da gerne eine Nachricht, welche Filme ich mal abchecken sollte, die wir dann noch gucken können. Ja, meine Liste ist an der Stelle durchaus etwas länger und ich kann mich gar nicht entscheiden. Das Problem ist, bei vielen Filmen weiß ich nicht, was sie schon kennt. Und das ist natürlich schwierig, das vorher abzufragen. Deswegen brauche ich durchaus immer wieder einen Plan B. Aber ich habe noch ein paar in der Hinterhand. Mein Problem ist eher, dass es nicht überall zu streamen ist und man gucken muss, ob ich den noch auf DVD oder sonst wo habe. Gut, aber zurück zu Hacksaw Ridge. Ja, ein Kriegsfilm. Und du hast, als der Film fertig war, gesagt, ich weiß nicht, wie ist das ausgedrückt? Wenn ich gewusst hätte, dass es solche Kriegsfilme gibt, hätte ich mich nicht so lang geweigert. Nee, also nee, wie hast du das gesagt? Wie habe ich das gesagt? Also gemeint habe ich, also da muss ich erstmal sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Das liegt aber daran, dass die Ausgangsposition oder die Ausgangsgeschichte was Positives hat. Also es geht halt um einen Menschen, der möchte im Krieg einfach nur helfen. Der hat gar nicht vor, jemanden umzubringen. Der ist gegen Gewalt, der ist gegen Waffen. Und er möchte aber für sein Land etwas tun, weil er sich halt dazu verpflichtet fühlt, weil alle anderen auch in den Krieg ziehen.
aber er möchte Gutes tun. Und aus der Situation was Gutes machen. Er möchte die Menschen retten, er möchte helfen als Sanitäter, was ihm dann natürlich auch gelingt am Ende, vielen Menschen das Leben noch zu retten. Und dass der Film am Anfang so, ja, einfach aus dieser Position von diesen Menschen, so, das wird so positiv erzählt. Ich meine, Krieg ist was Negatives. Ja, aber da ist einfach eine positive Grundstimmung irgendwie, dass man aus etwas Schlechtem etwas Gutes sehen kann. Ich meine, ich persönlich finde Krieg einfach nur albern. Man sieht einfach wieder in dem Film auch, ja, es sind natürlich Männer, die aufeinander losgehen und bum bum und Schießerei. Und ich denke mir, wenn die Welt von Frauen regiert werden würde, wäre es nicht so. Das ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls, ja, es ging halt nicht um einen Protagonisten, der in den Krieg zieht, weil er sagt, oh, ich muss kämpfen für mein Land. Ja gut, aber jetzt muss man ja sagen, da gibt es ja mehrere Filme, die so sind. Das ist ja nicht der einzige, der so ist. Ja, das hast du mir gestern auch schon gesagt. Und ja, da wirst du mit Sicherheit auch recht haben. Allerdings, wie gesagt, das Thema des Films an sich, also Krieg und auch so politische Sachen, das ist einfach nichts, wo ich, wenn ich jetzt Langeweile habe und einen Film sehen will, wo ich sage, boah, jetzt mal eine Kriegsschlacht, boah, jetzt mal so politisches Hin und Her, da habe ich jetzt voll Bock drauf. Nee, das ist nichts, was mich unterhält. Also ich muss mich bei sowas schon ein bisschen so selber überreden, komm, das schaust du dir jetzt an. Es könnte ja spannend sein. Und dass ich den Film jetzt ausgewählt habe, war ja wirklich, weil es einfach mein Plan B war. Aber ich bin wirklich froh drum, dass ich den jetzt gesehen habe. Das freut mich. Also wie gesagt, es gibt noch mehr Filme in dieser Richtung. Vielleicht taucht ja auch einer bei meinen Vorschlägen mal auf. Aber wir haben gesagt, nachdem wir jetzt erstmal einen solchen, und man muss zugeben, sehr gewalttätigen Film hat. Ja, das also, stimmt. Ich habe auch manchmal weggeschaut. Wer glaubt, dass die Eröffnungsszene von Saving Private Ryan harter Tobak war? Gut, okay, wenn man heute Game of Thrones und so kennt, ist es das halt auch nicht mehr. Aber als man damals 98 im Kino saß und die ersten 20 Minuten von Saving Private Ryan gesehen hat, da warst du platt nach den 20 Minuten im Kino. Da warst du echt durch. Hätte man das von Hacksaw Ridge da jetzt im Kino gezeigt, wären die Leute schreiend rausgerannt. Das ist nochmal eine Qualitätsstufe drüber. Es ist aber kein Torture-Porn. Nee, das auf keinen Fall. Und dann hätte ich auch gesagt, so, stopp, das kann ich mir nicht anschauen. Nee, es war wirklich, man hat Kriegsverletzungen gesehen, wo man sich wirklich vorstellen kann, ja, das sieht so aus, wenn dich eine Granate trifft. Dann sind deine Beine nicht einfach abgehackt, nein, dann hängen sie in Fetzen runter. Und so wurde das auch gezeigt und das war schon, ja, eklig. Und das Blut spritzte in alle Richtungen und die Ratten fraßen die Leichen. Und ja, das war schon sehr, ich würde sagen, authentisch dargestellt. Hut ab an die Prop-Maker. Wirklich, ja, sehr realistische Darstellung von so einem Kriegsschauplatz. Das Interessante ist ja, warum hat es so gewirkt? Also warum war der Impact so stark? Du hast die Antworten mir mehr oder weniger gerade eben schon selber gegeben, ein paar Sätze vorher. Nämlich, weil der erste Teil so ultra kitschig inszeniert war. Ja, ein bisschen kitschig war es schon, weil wir haben ganz am Anfang auch eine sehr, von der Bildsprache her, eine sehr sonnige Stimmung. Es ist halt so typisch Amerika, ne, 40er Jahre. Der Film spielt 1945. Und ich glaube, aus Virginia kam er. Er kommt aus Virginia, Virginia. Also der gute Desmond ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Ja. Und ne, da hast du dann die Kirchenladies, die da gerade singen und er steht in der Kirche und dann rettet er da einen, der einen Unfall hat. Aber trotzdem ist alles sehr hell und ein bisschen fluffig und dann lernt er da sein Mädchen kennen und dann kriegt man auch viel mit von der Liebesgeschichte, wie er seine Frau kennenlernt und das ist auch wirklich super süß. Also wie sie sich auch dann küssen und im Kino sind und das ist wirklich ganz ganz schön erzählt. Und dann im Kontrast dazu, wo er, also es ist wie so eine Kurve. Also es fängt so an, so leicht, so ha, es ist total schön. Dann ist er diese Zeit im Ausbildungscamp, da wird's dann schon ein bisschen rougher
und immer rougher, weil er sich natürlich dagegen sträubt, die Waffenausbildung zu machen. Und naja, der, wie heißt der? Vince Vaughn Character, der Sergeant, ja, meinst du? Genau, der Sergeant und der Captain, die wollen den am liebsten loswerden, weil so einen möchten sie da nicht haben, so einen Feigling. Und die anderen Kameraden sind dann auch schon sauer, weil sie wegen dem dann hier Dauerlauf machen müssen. Und dann verprügeln sie ihn nachts. Und er lässt sich aber nicht beirren von seinem, ja, irgendwie Auftrag. Ich glaube, er hat, weiß ich nicht, vielleicht Gottes Stimme gehört. Also, ja, und wenn ich dem Film was vorwerfen will, dann an der Stelle, dass mir seine Motivation, die kommt so, die ist plötzlich da. Also ich habe, also man sieht ja in der Anfangsszene, das habe ich auch nicht so, ich habe erst, also es fängt ja an mit, wo man die zwei Brüder sieht als Kinder. Ja, genau. Und der eine Bruder dem anderen so kainabelmäßig, ja, fast totschlägt, gar nicht mal so in böser Absicht, mehr so aus Wut heraus. Ja, mit so einem Raucherei, Backstein, eine Raucherei, und dann liegt da ein Backstein steigert. Und dann, ja, genau, haut er ihm mit dem Backstein auf den Kopf und der stirbt fast. Ich habe erstmal gar nicht gecheckt, wer hat eigentlich hier wem den Backstein über den Kopf gezogen? Der Desmond dem Hell? Oder? Der Desmond dem Hell. Der Desmond, ja, ja, dem Hell. Okay, also dem, unserem Hauptcharakter hat das so. Okay. Das war mir aber nicht hundertprozentig klar, weil die Kindernamen nämlich nicht so oft genannt werden. Deswegen habe ich das irgendwie nicht so ganz mitgekriegt, wer eigentlich jetzt derjenige war. Und dann, da ich das nicht so ganz gecheckt habe und man auch ehrlich gesagt von seiner Religiosität überhaupt nichts mitkriegt, außer dass er einmal in der Kirche ist und da die Fenster putzt. Nee, das ist nicht ganz richtig. Also, nachdem er seinen Bruder mit dem Ziegelstein... stellt er sich vor dieses Zehn-Gebote-Ding. Genau, also man hat es schon, das zieht sich schon durch, dieses Religiöse. Okay, aber, ja, okay, stimmt, ja, das war schon da, aber dass er dann keine Waffe anfassen will, das kommt so... so aus dem Nichts raus. Ja, das ist richtig. Aber also der ist dann in der Army, ja, und dann sieht man so in Full Metal Jacket, ich sage das deswegen, weil diese Army-Trainingssequenz mehr oder weniger Full Metal Jacket ist, es ist eigentlich genau das Gleiche. Deswegen habe ich unterwegs, als wir das gedacht haben, gedacht, vielleicht zeige ich dir gleich im Anschluss mal Full Metal Jacket, weil der Film im ersten Teil genauso ähnlich ist. Mhm. Ja. Hinten raus komplett anders, total anders, deswegen sind sie dann doch nicht vergleichbar. Im ersten Teil dachte ich, es wäre mehr oder weniger so vergleichbar. Und plötzlich sagt er, ah, ich fasse übrigens keine Waffe an. Ich so, okay, das habe ich jetzt, ich habe dich nicht so als religiös, weil er hat ja auch gegenüber seiner, ja, Freundin nicht gesagt, kein Sex vor der Ehe. Und dass er dann irgendwie in so einer Adventistengemeinde ist, so, das kam, also war für mich ein bisschen so. Nee, aber er sagt es vorher zu seiner Freundin Dorothy. Ehrlich? Was, ja, sagt er denn da? Nee, er sagt, wo er ihr erzählt, ich gehe zur Army, und sie sagt, nein, das kannst du nicht machen. Und er sagt doch als Sanitäter, ich werde keine Waffe anrühren. Das sagt er vorher. Ja, okay. Vielleicht hast du das nicht richtig mitgekriegt, aber es wird vorher gesagt. Okay, gut. Und dann wird das nämlich auch in diesem Camp so nach und nach aufgebaut. Also, weil diese Waffenausbildung, das kommt einem dann so vor, so, so szenisch so geschnitten, dass es von diesem Camp-Teil relativ weit am Ende ist, damit es halt dann... Grundausbildung nennt sich das, ja, Frau nie gediente. Ja. Ey, ich habe freiwillig gedient im Kindergarten ein Jahr lang. Das ist vielleicht härter als so manche Sache bei der Bundeswehr, wo so vielleicht... wer weiß. Das ist bestimmt vergleichbar. Auf Stube vergessen werden, 8 Stunden lang, kann ziemlich anstrengend sein. Ja, ich kenne das. Eine Woche lang. Ja? Ich kenne da so eine Geschichte von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der einfach im Wald vergessen wurde. Im Wald. Wir waren eine Nacht lang allein im Wald. Okay, das ist jetzt nicht so ein Spaß. Nein, wir waren, uns haben die mal, ich weiß nicht, ob das schon in der Grund, das war nicht mehr in der Grundausbildung, da waren wir schon fertig. Und da haben die uns eine Woche lang, ich weiß nicht warum, die können uns ja nicht vergessen haben, der Spieß, ja, und der Hauptmann können ja nicht vergessen haben, dass da 100 Soldaten da oben sind. Aber wir haben ungelogen eine komplette Woche lang nichts getan, außer morgens um 7 rauszutreten, guten Morgen zu sagen, dann reinzugehen, Karten zu spielen und um 17 Uhr wieder rauszutreten und Feierabend zu rufen, und das eine Woche lang. Das war echt kein Spaß. Ja, das war wirklich ich. Kein Spaß, weil du kannst auch irgendwann nichts mehr putzen, und das ist also Langeweile ist ein Soldatenleben, in einem Soldatenleben kommt Langeweile, aber die Jungs hier, die haben definitiv kein Soldatenleben. Die haben auf keinen Fall Langeweile, und naja, also was ich halt sagen wollte, was soll ich denn sagen? Also, das mit der Waffe, das kommt von der Grundausbildung relativ weit am Ende,
Und ja, es wird halt so auf diesen Moment auch hingearbeitet irgendwie. Ja, und dann final wird halt die Katze aus dem Sack gelassen und er sagt, nee, ich rühre keine Waffe an. Ja, und dann geht das hin und her los. Ja, warum denn nicht? Und dann geht's ab vors Kriegsgericht. Und ja, dann kommt dieser eine Moment, der für ihn wahrscheinlich auch sehr wichtig ist. Und zwar sieht es halt kurz so aus, als wenn er ins Gefängnis kommt und halt dafür bestraft wird. Aber es kommt dann doch anders. Und zwar schaltet sich dann sein Vater ein, der dann wahrscheinlich irgendwie verstanden hat, warum er das macht. Ja, er wollte halt nicht, dass seine beiden Söhne in den Krieg ziehen, weil er halt diese schlimme Erfahrung gemacht hat und als Kriegsveteran halt alleine auf dem Friedhof steht und seine Kameraden dort liegen sieht. Und er möchte halt nicht, dass seine beiden Söhne auch dort landen. Ja, und im Endeffekt hilft er aber seinem Sohn, dass er ohne eine Waffe zu tragen in den Krieg ziehen darf. Ja, indem er bei seinem alten Captain, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg, ja, der jetzt inzwischen General ist, einfach einen Gefallen einfordert. Genau. Und ja. Er lässt der General eben Order per Mufti, dass er halt sagt, okay, der darf. Wobei im Nachhinein muss man ja sagen, er ist ja erst gegen Ende des Krieges eingezogen. Also die Zeit im Knast, wenn er verknackt worden wäre, wäre gar nicht so lang gewesen. Ja, das hätte ja keiner gewusst. Nein, das konnte ja keiner wissen. So, und dann geht es nach Okinawa. Also beziehungsweise, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschlagen, in welcher Schlacht es ist, aber da es Ende in den, glaube ich, 45 ist. 45, oder, genau. Ja, ist also dann müssen die Amerikaner schon auf Okinawa gewesen sein, also eine der japanischen Inseln. Und die werden halt eingenommen. Und du hast eine ganz interessante Frage gestellt, nämlich, als wir den Film zu Ende oder während dem Film hast du mich gefragt, gibt es eigentlich auch Filme aus japanischer Sicht? Genau, weil ich natürlich bekommen wir hier in Europa diese ganzen Kriegsfilme meistens aus der Sicht der Alliierten. Und ja, da habe ich mich halt so gefragt, Moment, es gibt ja zwei Seiten. Was ist eigentlich mit japanischen Filmen, die irgendwie um die Zeit dann spielen? Und in der Tat habe ich zwei Filme aufgetrieben. Der eine Teil von einem Film oder von zwei Filmen von Clint Eastwood. Der eine heißt Letters of Iwo Jima. Das ist die japanische Seite der Schlacht um Iwo Jima. Und dann gibt es der andere, der wo die amerikanische Seite des gleichen Schlacht beschrieben, heißt The Flag of Our Fathers oder irgendwie sowas. Aber die japanische Seite heißt Letter of Iwo Jima. Und dann habe ich noch einen Film gefunden von Studio Ghibli. Ach. Der leider noch nicht auf Netflix ist, aber ich habe mir sagen lassen von einem Arbeitskollegen, wenn man den geguckt hat, sollten keine Stricke, Messer oder ähnliches in der Nähe sein, weil man da tendiert dazu, sich danach aus Traurigkeit vielleicht umzubringen. Ach oder Gott. Was anzutun. Also als Anime. Ein Anime, okay. Und der heißt Die letzten Glühwürmchen und handelt von zwei Kindern und deren Erlebnisse beim Fall der zweiten Atombombe auf Nagasaki. Ach Gott, ich finde ja Anime manchmal noch schlimmer als richtige Filme, weil Anime Emotionen noch mal ganz anders übertragen kann. Also wie oft ich schon bei Anime geheult habe. Also ich lese dir mal die kurze Zusammenfassung vor, ja, von Die letzten Glühwürmchen, ein Film von 1988, Studio Ghibli. Wir schreiben das Jahr 1945. Japan wird von amerikanischen Bombern heimgesucht, die das Land zur Kapitulation zwingen wollen. Bomben prassen vom Himmel und wo sie einschlagen, brennt die Erde. Mitten im Inferno eines solchen Angriffs verlieren die vierjährige Saita und der vierjährige Setsuko ihre Mutter. Ohne Vater, der schon lange bei der Marine ist, sind die beiden Kinder auf sich alleine gestellt und dann fällt die Bombe. Ach Gott. Also klingt schon traurig. Also ich weiß gar nicht, ob ich den dann überhaupt gucken möchte, weil mich das dann so traurig macht einfach. Schon allein diese Gedanke, ne, darüber nachzudenken, dass die echt diese Atombombe da abgeworfen haben, das kann man gar nicht fassen. Ja. Wie dumm die Menschen einfach waren oder immer noch sind. Oh, schrecklich. Ja gut, da müsste ich an der Stelle jetzt vielleicht in einen längeren historischen Diskurs ein, warum das in dem Fall vielleicht... Ja, ich weiß, aber... Man kann es nicht einfach so sehen. Du hast mich ja auch gefragt, warum, wieso, weshalb. Und also an der Stelle... Es
es ist wirklich, also war die zweite Bombe notwendig? Die erste wahrscheinlich schon. Ist das schlimm, dass so Hunderttausende von Menschen gestorben sind? Natürlich. Hätten die Japaner sonst aufgegeben? Nein. Wären mehr Leute gestorben? Ja. Wäre der Krieg noch 5 Jahre weitergegangen? Ja, wahrscheinlich. Alles, also, ja, das sind alles rein hypothetische klar, Dinge. Hätte der Krieg überhaupt anfangen müssen? Nein, natürlich nicht. Na gut, am Ende des Tages ist ein Österreicher daran schuld gewesen. Ja, das wissen wir alle. Das sind halt, was wäre wenn Fragen, die wir natürlich so einfach nicht klären können. Das geht nun mal nicht. Ja. Aber ich glaube, die Menschheit hat hoffentlich einiges aus diesem Krieg gelernt, was man natürlich heutzutage, wenn man bestimmte blaue Parteien sich anschaut, das in Frage stellt, wer da was gelernt hat aus der Geschichte. Aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Ja, also wir sind aber heute beim Film Hacksaw Ridge. Und ja, also dann haben wir jetzt den ersten Teil, der ist extrem kitschig also bewusst. Ich glaube, du musstest diese... Und da war ich schon, du hast gesagt, das fühlt sich ja fast an wie eine Rom-Com und eigentlich würde ich es gerne irgendwie so weitersehen. Die haben auch toll gespielt, die wirklich zwei. Wirklich toll, ja. Andrew Garfield auch wirklich ganz toll gemacht. Auch seine Filmpartnerin, Moment, wie heißt sie denn noch gleich? Ich habe es doch mir aufgeschrieben. Übrigens, kurzer Hinweis an alle, die uns normalerweise auch zuhören. In dieser Podcast-Reihe werden wir, um den Output hochzuhalten, nix schneiden. Und auch live mal was googeln. Wir werden nebenbei essen und was trinken. Normalerweise schneiden wir sowas raus, in dieser Reihe aber nicht. Also Theresa Palmer spielt Dorothy. Genau. Und das war wirklich eine ganz tolle Spielpartnerin für Andrew Garfield, weil sie einfach so, weiß nicht, ihr Gesicht leuchtet irgendwie, habe ich das Gefühl. So eine ganz tolle Person, glaube ich. Und deswegen wundert es mich, dass ich von ihren anderen Filmen, wenn ich hier jetzt mal gucke, nichts kenne. Ja, doch, ich schon. Also Warm Bodies kenne ich vom Namen, habe ich aber nicht gesehen. Ach, hast du nicht? Nee. Das merke ich mir jetzt. Ja, ich bin Nummer 4. Okay, ich bin Nummer 4, habe ich gesehen. Der war aber leider extrem schlecht. Ja, den fand ich auch nicht so toll. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht zu Ende geguckt, weil er irgendwie so langweilig war. Der wurde irgendwie total gehypt und der war dann aber auch extrem schlecht. Ja, Theresa Palmer ist so eine typische, wie soll ich sagen, die hat angefangen mit so einem Horrorfilm. So eine Horrorfilm-Schauspielerin. Okay. Ja, gut, das hat nichts zu sagen. Aber wirklich sehr, sehr nett. Die hat mitgespielt in Lights Out. Ich glaube, dass Horrorfilm-Fans den Film damals sehr gehypt haben, vor 4 Jahren. Und der letzte Film von ihr war Ride Like a Girl. Da geht es irgendwie um Pferde. Also ein Film, den ich mir nicht anschauen werde. Sorry. Da bin ich aber froh, dass ich dann wenigstens auch nicht mit einem Pferdefilm gequält werde. Oh, nee, sowas. Bitte nicht. Genau, wir waren dabei, also kitschige Eröffnung. Oder Eröffnung. Das erste Drittel, es sind ja drei. Es sind so drei Teile. Also wir haben das kitschige Eröffnungsspiel mit den warmen, leuchtenden Farben. Dann gibt es, diese Grundausbildung, die dann schon so ein bisschen rougher wird und dann begeben wir uns halt in den Krieg, wo wir auch von den, von der ganzen Stimmung her wird es dann halt echt krass. Also wirklich das ganze genaue Gegenteil zum behüteten Leben in Virginia. Also wirklich das totale Kontrastprogramm und der Andrew Garfield, unser wer ist da? Doss? Desmond Doss. Didi. Didi. Wundert mich, dass sein Spitzname, sein Spitzname war nicht Didi, sondern nein. Der war... Haben die nicht einfach nur Doss gerufen? Die haben ihn nur Doss gerufen, Doss. Er wurde auch von seinen Kameraden dann sehr unterschätzt und konnte dann ganz am Anfang der Schlacht schon beweisen, was in ihm steckt. Er hat wirklich großes Durchhaltevermögen auf jeden Fall gezeigt. Und vor allem der eine Kollege von ihm, der Smitty, der hat ihm dann auch gesagt, ich habe dich auf jeden Fall unterschätzt. Der war nämlich auch am Anfang in der Grundausbildung ziemlich mies zu ihm. Und leider hat der es dann nicht geschafft. Ich glaube, das war auch nochmal so ein... Na, jetzt müssen wir vielleicht nochmal die Gesamtsituation schildern. Also die Amerikaner müssen eine Höhe einnehmen. Geht ja im Krieg darum, immer irgendwelche strategisch wichtigen Höhen einzunehmen. Und sein Bataillon kommt ja schon an und da kommt das Bataillon, was vorher hochgeschickt wurde, waren nur noch 30 Mann übrig. Genau. Und Bataillon hat irgendwie ein paar hundert.
Und die Japaner haben sich da oben eingegraben. Die Amerikaner müssen erstmal eine Strickleiter, eine Klippe, ja, 100 Meter hochklettern an der Strickleiter, sind also auf dem Präsentierteller. Und wenn sie oben ankommen, haben sie praktisch, sehen sie nichts außer Nebel und eingegraben. Oder sie sehen die Japaner nicht, weil die haben sich ja eingegraben. Und zwar so tief eingegraben, dass sie sogar einem massiven Bombardement von Schlachtschiffen standgehalten, genau, haben. Genau, also das Einzige, was die Soldaten als Rückendeckung haben, sind die Artilleriefeuer von den Flugzeugträgern und von den ganzen Schiffen, die da im Meer vor Anker liegen. Ja, sie können auch nicht zurück, weil hinter ihnen geht es die Klippe runter. Also genau. Kann auch nicht, es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Es gibt keine Deckung, keine richtige. Die haben da so ein paar Schützengräben. Aber ja, es ist echt schwierig. Und die Japaner haben dann auch noch ein unterirdisches Tunnelsystem, wo die sich natürlich bestens auskennen. Und steinerne Panzerstellen, die da halt stehen. Ich mag deine naive Sprache. Ja, ist das nicht schön? Keine Ahnung, wie das heißt. Nennt sich ja, sowas. Oh, Entschuldigung, ich kann kein Kriegssprech. Deswegen wollte ich ja gerade fragen, hast du eigentlich diesem Film folgen können? Hast du gewusst, ja, natürlich, wer ist? Ja, natürlich. Okay, weil die waren ja so dreckig und so. Also man, nein, hat ja, also die Uniformen von den Japanern sahen ja auch ein bisschen anders aus und ist ja nicht so, als hätte ich noch nie einen Kriegsfilm gesehen. Aber ja, es ist halt ja nicht nur, mein, ja, Lieblingsgenre, aber es ist mir jetzt nichts Unbekanntes. Stell dir mal vor. Okay. Also dann machen sie halt diesen Angriff. Der erste Angriff schlägt katastrophal fehl. Sie werden gnadenlos niedergemetzelt und müssen sich zurückziehen, um am nächsten Tag nochmal einen Angriff zu starten. Der gelingt auch und sie können ein paar Stellungen über Nacht halten, werden aber dann in den Morgenstunden von den Japanern schlicht und ergreifend überrannt. Genau. Das fand ich sehr eindrucksvoll inszeniert. Also man hat wirklich gemerkt, da sind 100 Amerikaner, also 200 sein, schwer zu zählen. Und es war wirklich so inszeniert, dass also die Japaner wirklich schier unendlich einem vorkamen. Ja. Die kamen aus, im wahrsten Sinne des Wortes, aus ihren Erdlöchern raus und man hat eigentlich wirklich das Gefühl gehabt, wie so Ameisen, die so über ein Stück Eis herfallen. Nimmt überhaupt kein Ende. Ja. Ja. Und dann sind sie überrannt worden, zurückgedrängt worden, mussten die Klippe runter und dann haben sie den Desmond oben vergessen. Ja, was heißt vergessen? Ich glaube, in so einer Situation, da hat auch kein Mensch einen Überblick. Und wenn es halt einer gerade mal irgendwie nicht schafft, dann wird er halt, also das ist natürlich auch, man muss sich das vorstellen, das ist staubig und dreckig und da liegt halt, wer weiß was rum, da waren Erdlöcher, da liegen Leichen rum, da hast du ja null Überblick. Also der wurde halt einfach dagelassen. Und Desmond rennt die ganze Zeit rum und hat halt auch keine Waffe in der Hand. Ihr müsst euch das vorstellen. Er rennt mitten durch die Schlacht. Mann gegen Mann. Mit Bajonetten, mit Messern, mit Gewehren, mit Maschinenpistolen, mit Handgranaten wird gegeneinander gekämpft auf engstem Raum. Und er zieht, ohne eine Waffe in der Hand zu haben, einen Verletzten nach dem anderen immer an den Rand des Geschehens sozusagen. Genau. Und er rettet auch schon, Kameraden, die andere schon aufgegeben haben. Genau, also er sieht wirklich den Menschen. Ich denke mal, dass vielleicht auch noch mal eins von diesen religiösen Motiven ist. Sowas wie Liebe deinen Nächsten oder so. Also er gibt einfach nicht auf. Wenn jemand anders sagt, ja, der stirbt gleich sowieso oder der ist so gut wie tot, dann sagt er, nein, er lebt und ich werde mich um ihn kümmern. Und er bringt wirklich jeden, egal in welchem Zustand, zu dieser Klippe, macht eine Schlaufe und seilt den runter. Also was natürlich auch ein extremer Kraftakt ist. Ich frage mich echt, wie hat dieser Mensch das geschafft? Das Adrenalin muss einfach so ein hohes Level gehabt haben in seinem Körper, weil der die ja wirklich meterlang auch tragen oder ziehen musste, ne? Diese ganzen Soldaten. Und die haben ja auch, weiß ich nicht, wie schwer ist so eine Uniform? Ja, gut, die damals vielleicht nicht so schwer, ne? Aber wie gesagt, jeder Soldat wiegt dann bestimmt auch seine 80 Kilo. Und das dann auch abzuseilen. Also man sah natürlich dann auch im Film, der hat dann irgendwann sich was um die Hände drum gebunden, ne? Weil die Hände müssen ausgesehen haben. Alles in allem hat er 75 Kameraden gerettet, ja, alleine.
unter schwerem Beschuss, hat den wahrsten Sinne des Wortes Leben gerettet. So. Die Frage ist ja in dem Film, die ist ja eigentlich die, die sich im Grunde genommen so ein bisschen daran, oder die man sich ja stellt, also ich habe sie mir zumindest gestellt, dass der Typ irgendwo ein religiöser Spinner ist, Haken dran. Ja? Aber immerhin, er steht zu seinen Überzeugungen. Und ich glaube, die Frage, die der Film heraufbeschwören oder hoffentlich in jemanden, der ihn schaut, bewegt ist, würde ich das selber auch machen. Also habe ich selber so starke Überzeugungen, dass ich so wie er dafür einstehe? Oder wäre man halt doch derjenige, der sagt, ja, ich fasse keine Waffe an und nach dem dritten Mal, nein, ja, okay, gut, komm, ich mach's. Ja, das finde ich ist schwierig. Eine Situation, die ich im Film stark fand, da muss ich gerade mal kurz drauf eingehen, weil sonst vergesse ich das. Das war, als er auch einmal in diesen Tunnel reingerutscht ist und durch diesen Tunnel lief und sich in einer Ecke versteckt hat und dort stand auch ein japanischer Soldat, der verwundet war. So, was würde jetzt jeder amerikanische Normalsoldat machen? Der würde dem ein Ende setzen. Der würde den erstechen, erschießen. Ja, erschießen vielleicht nicht, weil das macht zu viel Krach, aber auf jeden Fall würde der den nicht einfach da stehen lassen und so. So, und Desmond als Sanitäter, schwört man da auch schon einen Eid? Ich weiß es nicht, aber er war ja auch Medizinstudent. Er ist da, um Leben zu retten und zu helfen und er hilft diesem japanischen Soldat. Was mir halt auch schon mal zeigt, okay, er dient seinem Land, aber er dient auch den Menschen. Was natürlich seine oberste Priorität ist, denke ich. Und das ist vielleicht wieder dieses religiöse Motiv. Und deswegen ist er vielleicht so überzeugt von seinem Glauben, dass er es schafft, nicht diese Waffe zu nehmen. Und es gab ja auch eine kleine Szene, da hat er tatsächlich dann auf einmal dieses Gewehr von seinem Sergeant in der Hand. Und der Sergeant dachte in dem Moment schon so, ach Gott, guck, jetzt schießt er. Aber nein, er hat dieses Tuch da drum gewickelt, damit er den Sergeant auf dem Tuch ziehen kann. Einfach nur als, als so eine Art Schlitten. Ja. Genau. Ja, damit wurde halt auch irgendwie so ein bisschen kokettiert. Ja, ich denke, wenn du wirklich so tiefe Überzeugungen hast, machst du das auch nicht. So, und dann ist auch wenn es um dein Leben geht. So, und dann ist ja jetzt die Frage. Das ist schon krass. Ja, eben. Und dann ist ja, genau, darum geht's ja. Das ist schon krass. Ab wann verleugnet man seine eigenen Überzeugungen? Wie tolerant ist man, wenn es an die eigene Befindlichkeit geht? Ja. Ich glaube, viele Leute, ich komme deswegen auf das Thema Toleranz, weil ein Podcast hier, schönen Gruß an Gesprächsbedarf, die Frauen Wolf und Salz gerade das Thema Toleranz haben. Ja. Und die Frau Wolf nämlich festgestellt hat, dass sie unglaublich tolerant ist, solange sie ihren Tanzbereich, hat sie es nennt, nicht betrifft. Kann man sehr schnell intolerant werden. Und wie maulhältig kann ich sein? Es gibt ja, letztens habe ich einen Tweet jetzt hier gelesen, um nochmal aufs Corona-Ding zurückzukommen, was den Alten ihr Tempolimit oder der SUV ist, den Jungen sozusagen das Ignorieren einer Stay-Home-Geschichte. Ja, also das ist jetzt sehr platt, schon klar. Ja, ne? Aber, also Fridays for Future, alles super, aber wenn es darum geht, mal jetzt mal 3 Wochen zu Hause zu bleiben, das macht dann keiner. Also. Also wo fängt das die eigene Überzeugung an und wo hört sie eben auf und ab wann wird man vom Maulhelden zum wirklichen, zum standhaften Charakter? Ja. Was mich an dem Film ein bisschen stört, ist halt, aber das ist halt Mel Gibson, der ist halt sehr fundamentalistisch, christlich, evangelikal unterwegs. Damit habe ich ein grundsätzliches Problem. Deswegen gefällt mir auch am Ende diese ja fast schon Himmelfahrts-, also Auferstehungs-Szene wirklich überhaupt nicht, die sowas von drüber. Ja. Also die letzte Szene ist mehr oder weniger, wie er dann, der Desmond dann abgeseilt wird, also praktisch sich dann auch zur Ruhe begeben hat. Auf so einer Trage, die dann über von der Klippe runter
Dann kommt gleitet, dann die Sonne raus ja. und leuchtet in dem gleißenden Licht. Dann sieht ja. es aus, als würde er praktisch wie Jesus in den Himmel fahren. Ja, es gibt dann halt diese Kamerafahrt, die zeigt ihm von oben und schwenkt dann so runter, sodass es halt aussieht, dass er so erhaben ist. Und diese Szene finde ich auch wirklich drüber. Die ist wirklich drüber. Aber ja. sie stört jetzt das Gesamtgemenge nicht. Genau. Man denkt nur so, oh, okay. Ja, das ist so. Ja. Ich meine, der irgendwelche evangelikalen Prediger werden Ständer gekriegt haben bei der Szene, ja. Und das ist halt ein evangelikalen Porno an der Stelle. Aber okay. Also das ist für mich ein Ticken, also ich wäre es fände es halt schöner, wenn es einfach ein Mensch mit Überzeugung gewesen wäre. Aber es ist ja eine historische Figur und sein Trigger, das zu machen, war halt nun mal der Herrgott. Ja. ja. Ich glaube, das ist, also wo du halt von diesem Thema Toleranz sprichst, ich glaube, das ist so individuell und in dem Fall wirklich ein extremer Ausnahmefall. Und deswegen macht es diese Person auch so besonders, finde ich. Ich habe mir den Wikipedia-Eintrag auch nochmal durchgelesen zu dem Film eben. Und es gibt wohl, also der Desmond Doss hat vor dieser Schlacht von Okinawa auch noch andere Heldentaten begangen sozusagen. Also da waren noch zwei andere Dinge, für die er irgendwie ausgezeichnet worden ist. Und dann gab es noch irgendeine andere Sache, wo Herr Gibson dann aber sagte, nee, wenn wir das so zeigen, dann ist es unglaubwürdig. Ja, manchmal ist die Realität... Weil die Realität ja. da tatsächlich... ja, und da muss ich dann halt sagen, okay, aber wenn dieser Mensch wirklich so war und man sieht am Ende des Films noch so kleine Interviewfetzen von ihm. Er ist 2006, glaube ich, ja. verstorben. Und da sieht man halt noch kleine Interviewfetzen von ihm und seinem Bruder und seinem Captain oder Sergeant. Ja. Und das gibt dem Ganzen nochmal so eine Prise... Wow. Ja, und weißt du, an wen er mich erinnert hat? So von der Art, wie er dann gesprochen hat. Also man hört ihn ja dann im Original, wo er dann mit Untertiteln ist, an Forrest Gump. Also der kam wirklich wie, ja. so kam, also der Schauspieler hat ihn nicht so gespielt. Yeah. Aber im Interview, in dieser kurzen Sequenz, kam er so ein bisschen, ja, wie Forrest Gump halt drüber. So ein naiver, netter, aber leicht tumber Mensch, ja, der halt einfach den Befehl kriegt, rette deine Leute, und das macht er einfach dann ja. stumpf. Und zwar so lange, wie lange der Tag dauert, bis er tot umfällt. Ja. Und du hast ja auch gesagt, als der Film zu Ende war, so, ja, vielleicht ist das... diese Szene bei Forrest Gump, das so auf ihm begründet. Also ja. bei Forrest Gump ist das ja im Vietnamkrieg ja. und nicht da in Japan, und das ist alles ein bisschen anders. Aber in dem Forrest Gump Film, falls ihr ihn nicht kennt, was ich jetzt nicht glaube, wer kennt Forrest Gump nicht? naja, da rettet er natürlich auch die ganzen Soldaten und seine ganzen Kumpel. Ja, wie halt jetzt auch. Ja, und ich glaube an der Stelle, es ist bestimmt inspiriert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht inspiriert ja, ist. Ja, kann also, schon sein. Und er kam für mich einfach so ein bisschen rüber mit diesem extrem Hillbilly-Südstaaten-Akzent, ja. Also ein bisschen auch so wie hier, wie der Cletus aus den Simpsons, ja. Okay. ja also... damit möchte ich dem Mann nicht auf gar keinen Fall schlecht reden. Ich hätte wahrscheinlich mehr in die Hosen gemacht und hätte das im Leben nicht getan. Aber ich glaube, seine Einfalt war auch, oder seine, dadurch, dass er halt ein sehr einfach gestrickter Mensch ist. Er kommt halt aus den Südstaaten, er ist tief religiös, er wird nicht studiert, also er war kein Medizinstudent. Er wäre gerne aber. Ach so, ich dachte. Er wäre gerne ja. geworden. Nein, aber er war einfach nur Mechaniker oder was er war. Oder in der Papierfabrik hat er gearbeitet. Ah. Papierfabrik. Also ganz einfacher Arbeiter. Und der war halt einfach auch ein bisschen vom Horizont her jetzt nicht gerade die hellste Kerze am Baum. Aber deswegen hat er halt, sag ich mal, diese du sollst nicht töten verinnerlicht und hat gesagt, ich bleib dabei, egal was kommt, weil ich würde sonst meine Ideale halt verraten. Und von daher ist aber die Frage, oder was ich mich dann gefragt habe, braucht es jemand, der so gestrickt ist, um sowas zu tun? Oder würde halt jeder normal denkende Mensch eigentlich sagen, leck mich doch am Arsch, ich mach mich hier mal vom Acker. Das ja? finde ich ganz schwierig, weil das hat was mit Sozialisation zu tun und mit so vielen verschiedenen Faktoren. Ne? Also wenn man jetzt auf die Straße geht und 100 Leute fragt, würdest du das und das machen für dein Land? Da kriegst du, glaube ich, 100 verschiedene Antworten, je nachdem, also je nach Frage.
wenn es jetzt nicht eine Ja-Nein-Frage ist. Oder also ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Also ich kann dir ja sagen, welche Gespräche wir bei der Bundeswehr geführt haben. Wir waren ja ein sogenannter Kein-Maurer-Mörder-Metzger-Jahrgang. Also es gibt Maurer-Mörder-Metzger-Kompanien. Das sind die Maurer-Mörder-Metzger-Kompanien sind die, die im Oktober einrücken. Ja? Mhm. Hauptschüler, Sonderschule, Realschule. Abiturjahrgänge, die im Juli einrücken, halt also nach dem Abi, sind halt im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, ob die einen anderen Namen haben, ich sag mal, die Maurer-Mörder-Metzger-Kompanien werden für die Abiturjahrgänge auch einen Namen gehabt haben. Weiß ich nicht, ich war im Abiturjahrgang. Gymnasium. Ja, und ich sag mal, ich habe da die ersten Erfahrungen gemacht bei der Bundeswehr außerhalb des Bildungssystems von Gymnasium und es war erschreckend. Ja, ich wusste nicht, dass man so viele Fehler in einem Wort machen kann. Ja, das war mir nicht klar. Und wir haben aber dann abends auch beim Biwak und da draußen zusammengesessen. Und natürlich hast du dich gefragt, okay, angenommen, du liegst da jetzt im Wald. Und der Russe, ja, damals war es ja noch der Russe, läuft jetzt da vorne lang. Und du hast ihn im Visier. Der sieht dich nicht. Knallst ihn jetzt ab oder knallst ihn jetzt nicht ab? Ja. Ja? Wenn der dich angreift, ist es was anderes. Dann hast du eine Affektsituation oder eine reagierst du ja nur. Ja. Aber knallst du ihn jetzt über den Haufen oder knallst du ihn jetzt nicht über den Haufen? Machst du das oder machst du es nicht? Und das war, kann jetzt nicht mehr sagen, wie die Diskussion ausging, aber das war eine Frage, die alle umgetrieben hat. Knallst du ihn ab oder knallst du nicht ab? Und ganz ehrlich, zumindest bei den Abiturjahrgängen war, ich würde mal sagen, die einhellige Meinung, wenn ich nicht verpissen kann, verpisse ich mich. Also ich gucke, dass ich bei dem ganzen Scheiß grundsätzlich gar nicht erst dabei bin. Ja? Und deswegen, also so sehr man das bewundert, aber ich frage mich, ich habe mich wirklich gefragt, braucht es einen einfach gestrickten Charakter, um sowas zu machen? Mhm. Oder würde das auch jemand anders tun? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, du musst es mal so sehen. Also die meisten Superschurken zum Beispiel, die sind alle studiert. Das stimmt, aber die retten keine 75 Leute, deswegen verstehe ich die anderen jetzt nicht. Nee, aber die würden abknallen. Achso. Nee, aber aber die schießen immer daneben. Bei Desmond Doss war es dann ja auch so, dass als er diese ganzen Leute zur Klippe buxiert hat, dann lag er rücklings auf dem Rücken und starrte in den Himmel und murmelte, "Please God, let me save one more." Ja. Und genau diese Worte kamen dann halt auch später im Abspann in dem Interview mit ihm, wo er dann auch gesagt hat, also das Einzige, was ich versucht habe, war, bitte Gott, hilf mir, noch einen mehr zu retten. Lass mich noch einen finden. Bitte. Das war so sein Mantra irgendwie. Boah, jetzt muss man ja fast sagen, dieses Mantra hat ja sogar was bewirkt und er hat ja was Gutes getan. Ja, weil der musste sich natürlich... Ist also, das Gedankenkonstrukt eines Herrgotts am Ende tatsächlich für was gut? Nein, nein, Mantra ist für was gut, das sage ich dir als angehende Yoga-Lehrerin. Nein, ein Mantra und Affirmation ist natürlich wirklich etwas, was im Geist etwas bewirkt. Wenn du dir in so einer Situation vor allen Dingen, wo das Adrenalin durch deinen ganzen Kopf rauscht, wenn du dir dann auch noch sagst, los, ich schaff das, ich mach weiter, ich steh auf, obwohl der schon völlig fertig ist, dann kann dir das helfen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe den wahrgenommen, als der ins Kino kam, aber... Boah, ich, keine Ahnung. Auch nur so, okay, aber der war auch sehr schnell wieder aus meinem Gedächtnis raus. Ich habe den dann auch wirklich, den Titel habe ich gesehen, aber ich hätte ihn jetzt auch bewusst gar nicht eingeschaltet irgendwie, weil ich mit dem, ich habe mit dem Titel gar nichts mehr verbunden. Ja. Punkt. Ich habe zwar das gehört, da gibt es diesen Film, und als es dann losging, habe ich mir gedacht, das stimmt, das war doch die Geschichte mit dem Typen, der keine Waffe anfassen wollte. Ah, ich erinnere mich. Habe ich aber nicht gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Kriegsfilm, ein Historienfilm, wie auch immer, der für mich, hätte ich nicht gedacht, durchaus in meiner Top 5 Liste von Filmen dieser Art auftaucht. Okay. Ja? Hätte ich nicht gedacht. Also ich war in der Story drin. Ich fand's toll gespielt, glaubwürdig inszeniert. Und was ich ganz toll finde, und das hasse ich bei so vielen modernen Kriegsfilmen immer,
Ich konnte die Schauspieler auseinanderhalten. Du hast nicht nur diesen einen Typ Soldat genau. gehabt. Genau, ja. Das Schlimmste ist zum Beispiel Black Hawk Down. Ja. Black Hawk Down. Da geht's haben sie alle rasierte Köpfe. Genau, da geht es um diesen Hubschrauberabschuss in Somalia vor 20 Jahren, irgendwann 95, keine Ahnung wann das war. Das mit Ewan McGregor und noch ein paar anderen. Du kannst die Typen nicht auseinanderhalten. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mal Ewan McGregor erkennen. Ja, die ja, sehen, Orlando Bloom spielt da auch. Genau, Orlando Bloom. Die haben dann alle Dreck im Gesicht. Ja. Ja. Die Kamera ist permanent verwackelt. Keine Ahnung, wer ist. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit nicht weiß, wer ist, kannst du mit denen auch nicht mitfühlen, weil du weißt ja gar nicht, wer ist. Wer ist jetzt gestorben? Hä? Ich kann nicht mitkriegen. Ach, das war ja nicht der, es war der andere. Und hier wusste ich endlich mal, dadurch, dass durch diesen cleveren Twist in der Baracke, wo jeder einen Spitznamen gekriegt hat. Das heißt, ich muss mir nicht merken, ob der John, Thomas, Michael oder irgendwie heißt. Ich muss mir nur den Spitznamen merken. Hollywood, Ghoul, bla bla. Ja. Und dann, das geht viel schneller. Ja. Ja? I'm looking at you, the Star Trek Discovery. Ja? So macht man das mit Namen merken. Da habe ich nach zwei Stunden habe ich schon die halbe Kompanie drauf. Ja? So macht man das. Ich finde ja, das war am Anfang, wo er halt dann in dieses Camp kommt. Das hat mich echt irgendwie so ein bisschen erinnert an, ich musste an Tribute von Panem irgendwie denken, so an den letzten Teil, wo Katniss irgendwie auch da in diese neue Gruppe kommt und ja, das ist der und das ist der und so und yeah, so, wir machen das jetzt. Oder es war halt so ein bisschen wie bei so einem Teenie-Film tatsächlich, hatte ich erst so den Eindruck, so, ja, wir sind jetzt hier im Camp, ja, und die haben alle so coole Namen und dann war ja halt dieser Hollywood, der dann da nackt trainiert, oh, ich habe so tolle Muskeln und im Feld hinterher ist er dann die Heulsoße, das war auch so ein bisschen klischee-mäßig irgendwie, aber das war auch so ein bisschen, ja, bevor es jetzt richtig losgeht mit dem Krieg, machen wir nochmal ein paar so Witze. So. Ja, gut. Also das fand ich jetzt nicht schlecht, ne? Aber es war halt so. Da schlägt halt dein. Oder mit dem Messer im Fuß das eine dann. Ja, da schlägt halt im Grunde genommen dein. Wie nenne ich es jetzt höflich? Ich sag's wie es ist: mangelndes Filmwissen zu buchen, weil du halt Full Metal Jacket nicht gesehen hast. Gut. Und deswegen diese Art von Marines Training Montage nicht kennst. Ja. Und also ich habe schon verstanden, worum es da war. Da hat mich der Film teilweise sogar echt verloren. Da dachte ich so, oh, ist das jetzt so ein Full Metal Jacket Ripoff? Ach nee, echt jetzt. Aber weißt du, wo ich auch dran denken musste? An Mulan. Okay. Und zwar als Mulan ins Camp kommt, da ist das nämlich auch so am Anfang. Da raufen sich alle. Da hat jeder auch so einen Spitznamen, ne? Da nimmt jeder das noch nicht so ganz ernst, da wird gerauft und so, ja, und dann kommt halt dieses harte Training und dann sind sie halt alle Soldaten am Ende und das war echt so ein bisschen wie bei Mulan. Ja, okay, aber das ist halt dann einfach... Mir hat nur gefehlt, dass sie alle auf einmal singen zusammen, sei ein Mann, da, 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 da. Sei ein Mann, ja. Ja gut, gesungen haben sie in dem Fall nicht. Ja, es hätte fast so sein können. Ja. Jetzt, wo du sagst, Stichwort Musik, die Musik war dezent und ich habe sie gar nicht wahrgenommen und das war irgendwie gut. Es war wenig Musik, aber es war keine und das ist zum Beispiel so ein... Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Angucken dieses Films ist Saving Private Ryan nochmal so drei Plätze nach unten gerutscht. Der ist bei mir über die Jahre, du hast ihn jetzt auch noch nicht gesehen, deswegen sage ich das jetzt für mich alleine. Der ist bei mir nach den ersten Gucken und dann fand ich den ein paar Jahre toll und über die Jahre ist der bei mir immer schlechter geworden. Mhm. Weil er eigentlich ist ein ziemlich rassistischer Film, muss man ganz ehrlich sagen. Also er gibt sich die Tünche des Objektiven, ist aber extrem antideutsch auf eine unangenehme Art und Weise. Ist nicht anti-Nazi, er ist antideutsch. Ah, okay. Also wenn man wirklich mal den Film mehrfach gesehen hat, wie die Art und Weise, wie die Deutschen dargestellt werden, ist sehr, sehr einseitig. Gut, das ist jetzt nichts Neues, aber wir sind jetzt nicht in den 60ern, wo sowas gedreht wurde, sondern eigentlich schon Anfang 2000er. Und der Film hat sich aber immer so diesen Anstrich des Ich bin für alle da gegeben, was er beim ersten Mal gucken auch ist. Und wenn du zwei, dreimal guckst, denkst du, ah, das ist schon eine ziemlich... Okay. Und deswegen wird der für mich tendenziell immer schlechter. Die Effekte sind super und Tom Hanks ist auch daran. Liegt es nicht immer so diese Grundtenor ist, habe ich ein Problem mit. Weil er sich anders verkauft, als er eigentlich am Ende dann ist.
Und deswegen wird er für mich immer schlechter, aber der ist wirklich was. Und das war die Frage, wie hast du denn die Japaner wahrgenommen? War das für dich Klischee-Japaner oder war es... Ich muss sagen... Du hast ja so noch nicht so viel Erfahrung mit bösen Japanern in Filmen. Also ich finde, dass da gar nicht so viel Fokus drauf gelegt wird. Man sieht gar nicht so viel von den Japanern. Natürlich wird über die Japaner gesprochen und da wird natürlich auch schlecht über die Japaner gesprochen. Da wird halt gesagt, die japsen. Da wird halt abfällig über die geredet. Da wird halt gesagt... Was jetzt erstmal nicht unrealistisch ist, ne? Ja, genau. Da wird halt gesagt, die rennen einfach auf dich zu, die wollen sterben, denen ist das egal, ob sie sterben oder nicht. Die verkriechen sich in ihren Erdlöchern, die sind so und so. Ja, und im Endeffekt sieht man gar nicht so viel. Die einzige Szene, wo wirklich mal Fokus stehen, ist kurz vor Ende, wo sie verlieren. Da wird dieser General von denen oder was das ist, da wird halt gezeigt, dass der Seppuku macht. Genau, also er bringt sich dann selbst um. Beziehungsweise er stößt ein Messer in sich hinein und dann wird er noch vom anderen enthauptet. Weil die Schande wäre ja auch dann zu groß wahrscheinlich, wenn er jetzt verliert und einfach zurückkehrt. Also ich habe ein Problem mit der japanischen Darstellung. Ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht sie so sind gut mir, sie sind mir für einen Film von 2016 sind die mir zu klingonenhaft. Klingonenhaft. Zu klischee-böse. Also sie haben überhaupt keine Persönlichkeit, weil immer wenn du einen Japaner siehst, der einzige ist, den er rettet. Ja? Aber alle anderen Japaner haben immer einen bösen, fiesen Hintergedanken. Ja? Das heißt, die kommen am Ende raus und ergeben sich und haben dann doch alle Handgranaten in der Hand. Ja. Aber war das wirklich so, ist jetzt die Frage, oder ist das eine filmische Sache gewesen? Ja, die Frage ist, okay, ich glaube, dass man aber als Film an der Stelle nicht unbedingt sagen muss, in dem Punkt war es wirklich so, oder sagt man, okay, es war vielleicht so, aber wir sind halt heute in einer anderen Zeit und weil das ist praktisch der Japaner, wie er seit im Zweiten Weltkriegsfilm seit 50 Jahren dargestellt wird. Ja, ich finde, er wird gesichtslos. Genau, richtig, er ist gesichtslos. Ne? Ja, er ist gesichtslos. Weil, was ich auch immer ein bisschen... Das hat dich ja vielleicht auch dann auf die Frage gebracht, gibt es eigentlich auch einen Film von der anderen Seite? Ja, genau, deswegen, weil das Problem, was ich mit der Darstellung habe, wie gesagt, also man sieht eigentlich an sich nicht viel, aber wenn man was sieht, dann sind es tatsächlich... wie es aus der amerikanischen Sicht auch vorher gesagt wird von den Soldaten. Dieser furchtlose Japaner, der auf dich zustürmt, dem es egal ist, ob er jetzt stirbt oder nicht. Und man sieht die mit aufgerissenem Mund. Ja, und das Gesicht ist halt immer so ganz verzerrt und fies, will ich jetzt mal sagen. Einfach so, ne? Ja, man hat sieht, keinerlei, es gibt man keine, hat keine Emotionen genau, von denen, richtig. Sondern einfach nur dieses Angriff, Angriff, Angriff. Ja. Man hat nicht dieses, man hat wirklich keine Emotionen einfach sonst. Ja. Nur dieses. Und das ist vielleicht so das Zweite, was ich, wenn ich an dem Film was bekritteln würde. Das dann wurde halt eben, nur einmal gezeigt in dieser einen Szene. Und die ist dann völlig out of place, wo du denkst, okay, also den japanischen da ging's Kommandanten. Halt mehr um ihn, da ging es mehr um Desmond und seine Haltung gegenüber dem Menschen. Da ging es jetzt nicht um den Japaner, sondern da ging es halt darum, okay, da ist ein verwundeter Feind. Da ging es halt nicht um den Japaner, sondern einfach nur dieser eine Mensch als die Feindfigur, dem er dann hilft. Der halt natürlich, dieser japanische Schauspieler oder asiatische Schauspieler, wissen jetzt nicht, ob der wirklich Japaner ist oder nicht, der hat da natürlich, der hatte Angst, also der war halt ängstlich und skeptisch, okay, was macht dieser Amerikaner, hilft er mir jetzt oder bringt er mich um oder was ist das für einer? Das war so die einzige Sache.
Ja, und halt diese Generalsache. Aber das, und die Generalgeschichte fand ich halt... Die hätte dann, gar nicht sein müssen. Genau, die fand die ich dann irgendwie, plötzlich haben die ein Gesicht. Und der weint ja dann sogar. Ja, ja? Also, ja, dann sieht man, also ich glaube, es war eine Träne und kein Schweiß. Ja? Aber das darf der doch gar nicht, wenn er das macht. Und das fand ich dann irgendwie so, auch so auf einmal haben die dann doch Gesicht, die ganze Zeit zeigst du sie nicht. So, okay, ich verstehe natürlich, dass man sich in dem Film auf ihn konzentriert, schon klar. Andererseits hätte ich mir durchaus so ein zumindest so, so zwei, ein oder zwei symbolische, dass die Japaner auch Menschen sind. Mhm. Ja, das kommt in dem Film. Ja, das kommt halt, kommt also das wird halt das, zweimal das, so ein bisschen angeschnitten, aber es kommt nur, halt wirklich nicht genau, nur deutlich sehr. Und das ist nichts Neues für amerikanische Kriegsfilme, aber ganz ehrlich, im Jahr 2016 hätte ich mir da einen Ticken, aber ich war vorher so in dem Ding drin, dass mir das halt so, oder andersrum, ich habe halt so viele gesehen, dass ich sage, okay, haben sie nicht weiterentwickelt. Das ist wie, wenn du heute noch einen Film machst und du machst dann einfach noch den stumpfen Nazi-Klischee bösen Deutschen. Ja. Ja? So, der so überhaupt keine Facetten hat, der so stumpf eindimensional, so ein Indiana Jones oder so ein James Bond Russe oder sowas. Ja. Was du machen kannst, wenn du wie in Stranger Things jetzt im Grunde genommen so eine 80er Jahre Parodie, weil die letzte Staffel Stranger Things mit den Russen war ja dann schon mehr oder weniger eine Parodie auf 80er Jahre Filme machst, aber wenn du es ernsthaft machst, dann machst du es nicht mehr so, sondern es war halt 80er und dann hast du in den 90ern die gehabt, dann hast du irgendwann die Araber oder die Islamisten als Klischee gehabt und so weiter und irgendwann nach einer Zeit sollten die dann aber auch mal raus sein und dann mal eine zweite Dimension. Ich meine, es gab auch mal eine Zeit, als wir die James-Bond-Filme geguckt haben, bei Hauch des Todes, da waren die Taliban noch gut und noch nett. Boah, ich weiß das schon gar nicht mehr. Sollen wir die auch nochmal alle gucken? Oh nein, bitte nicht nochmal Moonraker. Das ist das Schlimmste. Der Mond. Ja. Oh. Aber das ist vielleicht wie ein so guter... So wie Iron Sky. Ja, aber Iron Sky will ja scheiße sein. Ja, ich weiß. Und Moonraker ist halt einfach nur scheiße und wollte es gar nicht. Ja, einfach. Gut, also dann schließen wir mal diesen Punkt für heute ab. Und wollen da mal schauen. Ja, jetzt geht's morgen weiter. Morgen gucken wir einen neuen Film. Oh, und ich weiß einfach noch nicht welchen. Ich bin ja, echt klar, gespannt. Weil ich suche ihn sie auch ja, aus. Ja, genau. Chris sucht aus und ich hoffe, er überfordert mich nicht oder gruselt mich. Nein, also es wird kein Kriegsfilm sein. Es wird hoffentlich kein Horrorfilm sein, sonst... Nein. Oh, Gott sei Dank. Es wird auch kein Horrorfilm sein. Und es sind auch, es kann ich jetzt schon sagen, ich versuche, keinen von den völlig offensichtlichen Filmen zu nehmen. Oh Gott, was, ich weiß überhaupt nicht, was offensichtlich wäre. Naja, die völlig ich tappe völlig die, im Dunkeln. Nein, die völlig offensichtlichen Filme wären ja sowas wie 2001 und ach der so. Pate. Oh, bitte nicht der und, Pate. Und so ein Kram. Also so die, ja, sondern ich versuche ein bisschen was aus dem, ich habe gesagt, durchstöber den Backkatalog von Amazon Prime. Ja. Da sind nämlich wirklich Filme drin, die man als Kind durchaus gesehen hat. Ja, du als Kind, du. Ja, da musst du halt auch mal, ich gucke ja mit dir auch jeden, ich hätte auch mit dir diesen Mom's Day Out oder wie das Ding Film, der ich jetzt... Mami Market. Ich hätte mit dir auch geguckt, wenn die Qualität nicht so... unglaublich ja, beschissen gewesen. Ja, es war unerträglich den, zu gucken. Vielleicht schaffe ich es ja mal, den aufzutreiben irgendwo. Ja. Und dann hätte ich den ja auch geguckt, aber der war einfach so unglaublich ja, schlecht. Ja, und ja, das die Qualität, die Kinder sahen ja aus wie Zombies, so ja, verpixelt ganz waren schlimm. Die. Ja. Also da hatte das Gesicht so 3 Pixel. Ja. Das ging also echt nicht. Also das heißt für euch jetzt, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt heute am Freitagabend beziehungsweise Samstag in eurem Podcatcher habt, am Samstag gucken wir wieder was und am Sonntag nehmen wir auf. Ja, oder wir gucken vielleicht und nehmen direkt danach auf. Das müssen wir auch schauen. So oder so werden wir das auf jeden Fall in den Social-Media-Kanälen kundtun. Dann könnt ihr entweder wieder auf podcastimperium.de/stream einschalten oder ihr hört euch halt den Cast ganz normal im nerdizismus.de Podcast-Feed an. Ansonsten geht's weiter mit, ich glaube, Walking Dead steht wieder an und Westworld etc. Und aber wir haben auch bald wieder eine neue Folge Nerdplay, ja, die schon im Kasten ist. Die wird jetzt auch bald veröffentlicht. Ich muss mir noch ein Release-Datum aussuchen. Gut, im Moment können die Leute, die Kanzlerin hat gesagt, machen sie Podcast. Machen sie Podcast, also vielleicht auch schon am Sonntag. Das werdet ihr dann
ASAP erfahren. Ja, und wie es gerade im Chat geschrieben wird, ja, ich bin echt froh, dass Westworld wieder losgeht, weil ich muss jetzt mal wieder intelligente Serien gucken. Better Call Saul reicht nicht und Picard beleidigt einfach mein Hirn. So, also an dieser Stelle, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Bei iTunes freuen wir uns immer über Bewertungen oder schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben, eine Telegram oder eine Sprachnachricht schicken. Wir werden das dann auch beim nächsten Mal, sag ich mal, als Feedback von heute gerne auch verlesen. Das könnt ihr tun unter 0152 596 47709. Und hoffen wir konnten euch etwas die Stay-at-Home-Zeit etwas verkürzen. Wie gesagt, dieser Podcast geht jetzt genauso, wie wir ihn besprochen haben, raus. Hier wird nichts geschnitten, auch das wird die nächsten so sein, nächsten Podcast so sein, dass wir einfach schauen, dass wir hier ein bisschen eine Taktzahl kriegen. Genau. Hm? Wenn ihr glaubt, ihr hättet noch einen Film, den wir irgendwie gucken sollten, dann schickt ihn uns mal. Vielleicht haben wir ihn ja oder noch nicht gesehen, können wir mal schauen. Also dann sind wir für Ideen gerne offen. In diesem Sinne, Anja, danke, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Yeah. Ja. Wie sagen die im englischen Podcast immer, thank you for having me. Oh ja, thank you for having me. Ja. It was an honor. Genau. In diesem Sinne, macht es gut, gute Nacht und viel Spaß noch bei was immer ihr tut. Ciao. Tschüssi. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.